Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Rennen, Runde 13 hier in Ungarn am Hungaroring. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Pedersen schaut sich hier noch letzte Vorkehrungen an und jetzt geht's los ins Qualifying, wo Bottas im Moment führt. Pedersen ein bisschen Zeit verloren hat schon direkt auf der ersten Gerade, jetzt aber wieder gut im Thema ist. Ich bin gespannt. Pole ist ja nicht so ganz Pedersens Stärke. Da muss er sich auf jeden Fall noch steigern, wenn er da oben dran bleiben will. Aber ansonsten macht er eigentlich einen guten Job. Wie auch zuletzt in Österreich. Das war natürlich ein Top-Rennen. Aber schauen wir mal, dass er eher an diese Leistung anknüpfen kann, als an vergleichbare wie jetzt in Silverstone oder Monaco und so weiter, da lief es ja eher weniger gut. Und hier verliert Pedersen wichtige Zeit. Hamilton führt im Moment an, würde sich die Pole holen. Pedersen aktuell auf Platz 4, was ja kein schlechtes Ergebnis per se wäre. Von daher könnte man damit leben. Jetzt verliert er aber zu viel Zeit, um jetzt hier noch eine gute Position mitzunehmen. Also eine sehr gute Position, P8, wäre da zu wenig. Die Kurve nimmt er gut, kann da wieder drei Plätze vorerst gut machen, P4 aktuell. Und Hamilton weiter auf Pole-Kurs und jetzt verliert er viel Zeit, P8 ist es am Ende. Da war auf jeden Fall mehr drin, also er hätte auch von Platz 3 oder 4 starten können. So ist es leider nur P8, aber hoffen wir mal, dass wir das im Rennen rausholen können. Blick auf unsere Top 3, Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Es ist Renntag in Budapest und wir machen uns bereit für eine weitere Ladung Formel 1 Action. Es wird sehr wahrscheinlich nicht viele Fahrer geben, die hier ausscheiden, denn die Strecke ist bekannt dafür, dass extrem viele Fahrer eine extrem gute Ankunftsquote haben. Ralf Schumacher zum Beispiel hat es bei all seinen 10 großen Preisen von Ungarn auch ins Ziel geschafft. Das heutige Rennen führt uns zum 4,35 Kilometer langen Ungaroring nordöstlich von Budapest. Die Fahrer müssen sich auf 14 Kurven, 8 rechts und 6 links und eine Piste einstellen, bei der Abtrieb über alles geht und auf der Überholen extrem schwierig ist. Für den Grand Prix darf ich erneut Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Nun lass uns ganz kurz über Lewis Hamilton sprechen. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Max Verstappen steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Bottas, Albon, Carlos Sainz und Vettel, Leclerc, Peters, Perez und Lando Norris, Ricciardo, Stroll, Esteban Ocon und Kvyat, Grosjean, Magnussen, Antonio Giovinazzi und Pierre Gasly. Räikkönen, Russell, Latifi und Mick Schumacher. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird. Und auf geht's. Hamilton braucht ja unbedingt Punkte, wenn er gegen Bottas noch irgendwie um die Meisterschaft kämpfen will. Verstappen muss da auch noch dranbleiben, der ist auf Platz 2 im Moment. Und Hamilton versucht, hier einen guten Start hinzulegen. Pedersen bleibt noch hinter den beiden Ferrari und jetzt ist er hinter Albon. Die beiden Mercedes kommen gut weg. Und Verstappen kommt auch gut weg. Pedersen versucht es jetzt innen, fährt ein bisschen übers Gras. Und Verstappen legt einen sehr guten Start hin. Und Hamilton hat einen katastrophalen Start. Der ist von der Pole gestartet und aktuell ist er auf Platz 5. Also, was da los gewesen sein muss, keine Ahnung. Verliert das Duell gegen Bottas. Bottas verliert aber auch ein paar Duelle. Und Verstappen kann sich jetzt hier die Führung holen vom zweiten Platz aus. Dann kommt schon Pedersen, dann Bottas, der so gesehen genauso viele Plätze gewonnen hat, wie er verloren hat. Dann kommt Albon und dann erst Hamilton. Also das ist auf jeden Fall schwach. Dann kommt Sainz und dann die beiden Ferrari. Also die drei Top-Teams wieder vorne, nur Sainz und Pedersen haben sich da wieder dazwischen gemogelt. Pedersen ist da ja öfter vertreten, Sainz eher weniger.
Von daher auf jeden Fall von ihm guter Job. Nur Hamilton, der hat ein bisschen was verschenkt. Und jetzt Bottas mit der Attacke. Und da gab es den Treffer. Aber ja, scheint gut gegangen zu sein. Also hier versucht Bottas dann über die Innenbahn. Ja, zieht dann sehr weit raus und dann zu spät rein. Also versucht es da sehr mit der Brechstange. Ist aber besser gegangen als jetzt in Österreich. Da war es ja eine Vollkatastrophe. Von daher ist es jetzt in Ordnung. Und jetzt Bottas mit dem nächsten Versuch. Vielleicht kommt er da jetzt etwas smoother rum. Ist er ja schon relativ nah dran an Pedersen, der hier in Ungarn große Probleme hat, die Pace mitzuhalten. Und wieder gibt es da den Kontakt. Und wieder bleibt es erstmal ohne weitere Folgen. Ich glaube nur, dass die beiden da immer weiter ihr Auto zerstören und sich damit keinen Gefallen tun. Probieren wir es mal wieder eine Runde weiter. Bottas wieder mit der Attacke, dahinter Albon. Und für Verstappen ist das natürlich optimal. Der gewinnt da sehr, sehr viel Zeit und hat dann auf jeden Fall seine Ruhe vorne, um dann den nächsten Sieg einzufahren. Also für Verstappen bislang ein Top-Rennen und kann da wieder Punkte gut machen. Bottas bricht diesmal ab, ist vielleicht auch besser. An der Stelle ist es wohl nicht möglich für ihn zu überholen und kann es gleich mit DRS versuchen. Und dahinter bleibt es eng. Dahinter ist Albon, dann Hamilton, der es nicht geschafft hat, irgendwie an Albon mal vorbeizukommen. Sainz kann seinen Platz verteidigen gegen die beiden Ferrari. Und jetzt geht's los mit DRS. Bottas mit der Attacke. Und das sieht gut aus, kommt früh raus und kann jetzt abschirmen. Pedersen wird das nicht verteidigen können, denke ich mal. Muss jetzt aufpassen, dass Albon da jetzt nicht auch noch durchrutscht. Ist jetzt im Duell gegen Albon. Hat jetzt die Innenbahn, kann das gut blocken und das sieht gut aus. Gab auch wieder einen kurzen Kontakt, aber ist gut gegangen. Bottas auf jeden Fall jetzt auf Platz 2, verdientermaßen. Und Hamilton jetzt im Duell gegen Albon um Platz 4. Albon kann sich durchsetzen. Hamilton dahinter und muss erstmal hoffen, dass er da irgendwie rankommt. Und Albon jetzt mit der nächsten Attacke gegen Pedersen, der wieder Zeit verloren hat. Und da gibt es wieder einen Treffer. Albon steht kurz quer, aber ist doch nochmal gut gegangen. Also, Pedersen immer noch Probleme mit dem Tempo mitzukommen. Also hier Ungarn ist gar nicht seine Strecke, wie man merkt. Oder das Auto ist einfach noch nicht fit. Und Albon muss jetzt zusehen, dass er da irgendwie rumkommt, damit Hamilton ihn nicht kriegt. Jetzt vielleicht mal die nächste Attacke. Albon nah dran, Pedersen kommt weit raus. Und jetzt die Attacke von Albon. Oh, Pedersen weit raus, verliert 2 Plätze, 3 Plätze. Hamilton und Albon vorbei, jetzt das Duell gegen Sainz. Oh, da gab es nochmal den Treffer, Pedersen muss abkürzen. Gibt aber keine Strafe, weil er da ja eher zur Seite gedrückt wurde. Ja, und damit Hamilton jetzt auf Platz 3, dann Albon auf 4 und Pedersen auf 5. Und er muss jetzt gegen Sainz kämpfen, kommt wieder weit raus. Sainz will sich jetzt Platz 5 holen, aber Pedersen bleibt erstmal vorne. Also Sainz zwar mit der Nase kurz mal vorne gewesen, konnte da dann aber nur abbrechen, weil die Stelle wirklich sehr, sehr ungünstig ist, wenn man erst so spät da rankommt. Und Pedersen kommt jetzt rein. Macht wohl keinen Sinn mehr, jetzt da die Pace mitzuhalten. Und dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Sainz kann erstmal ja, vor den Ferrari bleiben. Alle drei mit DRS, von daher schwierig für Vettel, da Sainz anzugreifen. Ja, und Pedersen muss jetzt zusehen, dass er da nicht zu viel Platz und Zeit verliert, vor allem. Und Sainz versucht jetzt irgendwie an Albon wieder ranzukommen, was aber schwierig sein wird. Der versucht die Pace mit den Mercedes mitzuhalten, was vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich ist, denn ist ihm ja bislang auch ganz gut gelungen. Und wenn Verstappen es schafft, den beiden Mercedes wegzufahren, dann könnte Albon ja vielleicht auch die Pace mithalten. Also die müssten vom Niveau her relativ ähnlich sein, wobei die Mercedes natürlich immer noch einen Tacken besser dastehen. Entweder fahrerisch oder halt, weil die Fahrzeuge einfach deutlich besser sind. Wobei man vielleicht sogar von beidem ausgehen kann. Im Fall von Albon. Verstappen hat da ja weniger Probleme, mit der Pace mitzukommen. Pedersen hat meistens auch keine Probleme, aber aktuell hier in Ungarn ist es unmöglich für ihn. Genauso wie in Silverstone, da war es auch unmöglich. Also im Moment ist streckentechnisch keine gute Phase für Pedersen. Die liegen ihm nicht so gut. Bottas fährt nochmal eine Runde weiter, Hamilton kommt rein und auch
Albon fährt nochmal weiter. Interessant auf jeden Fall. Hamilton ist jetzt mit drin, auch Verstappen ist drin. Bedeutet, Bottas wird gleich als Einziger reinkommen. Und jetzt kommt Petersen erst um die Ecke. Also, er verliert hier auf jeden Fall ein bisschen Zeit, würde ich sagen. Je nachdem, wo er jetzt rauskommt. Hamilton war ja sowieso vor Petersen, das ist kein Problem. Aber Vettel war hinter ihm, genauso wie Sainz. Vettel hat Sainz in der Box überholt. Das war auf jeden Fall schon mal stark. Und Petersen bleibt vor den beiden. Also, platztechnisch dürfte sich da nichts geändert haben für Petersen. Wenn dann alle in der Box waren, müsste er dann wieder auf Platz 5 stehen. Dahinter sehen wir Vettel, der natürlich in der Box an Sainz vorbeigekommen ist und damit zufrieden sein wird. Jetzt Yellow Flag. Was ist hier passiert? Werden wir wahrscheinlich gleich mal erfahren. Ist natürlich bitter für Bottas. Na, wobei, weiß ich nicht. Vielleicht verliert er jetzt auch gar nicht so viel Zeit in der Box. Weiß ich jetzt nicht. Wir schauen nochmal zurück. Das ist Kwiat. Kommt hier gerade aus der Box raus. Nichts Großes passiert. Wollte jetzt wahrscheinlich Gas geben. Ja. Und das Auto gab nichts her. Raucht nicht. Auto hat einfach keine Leistung mehr. Extrem bitter für ihn. Ist ja schon in Frankreich rausgeflogen. Ja, und irgendwie ist es nicht seine Saison, glaube ich. Hat er wirklich viel Pech mit dem Fahrzeugausfällen. Und jetzt sehen wir Bottas. Immer noch Yellow Flag hier zu sehen. Und er wird jetzt wahrscheinlich reinkommen. Schätze ich mal. Hat auf jeden Fall noch einen großen Abstand. Und da es kein Safety Car gibt, ist ja Virtual Safety Car. Und dann hat er ja so gesehen keine Zeit verloren. Da bin ich mal gespannt, wo er jetzt rauskommen wird. Und jetzt kommen die nächsten Kollegen rein. Ach so, Leclerc muss auch noch rein. Da bin ich mal gespannt. So, Bottas drin. Wechselt die Reifen, da kommt Albon. Oh, Bottas verliert viel Zeit. Was ist da denn passiert jetzt in der Box? Musste er jetzt so lange warten, weil da die Autos kamen? Schwierig. Verstappen auf jeden Fall vorbei. Damit war zu rechnen. Petersen ist jetzt auch auf der Geraden. Da ist Bottas. Wo sehen wir denn Hamilton? Petersen wurde auf jeden Fall gerade überholt von Vettel. Und Hamilton ist vor Bottas. Leclerc landet vor seinem Kollegen und Petersen. Petersen kann jetzt wohl wieder an Vettel vorbeiziehen. Leclerc damit die Nase vorne. Hat also den Overcut gegen Petersen geschafft. Beide waren jetzt in der Box. Leclerc war ja hinter ihm. Und Leclerc war auch hinter Vettel. Also der Overcut hat sich auf jeden Fall gelohnt für ihn. Ja, und für Albon, da lief es jetzt nicht so gut, weil der hat jetzt auch Plätze verloren. Denn der war ja vor Petersen gewesen und ist jetzt hinter beiden Ferrari und hinter Petersen. Sainz hat auch nicht so gut abgeschnitten. Der ist auch hinter Albon. Also, die Box hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen geregelt. Gut für Leclerc auf jeden Fall. Für Petersen war es so mittelmäßig, der jetzt hier sehr weit rausfährt und wahrscheinlich die Attacke von Vettel kassieren wird für den Fauxpas. Also die Fehleranfälligkeit ist hier sehr hoch bei Petersen. Und jetzt Albon mit der Attacke gegen Vettel. Der versucht ja auf jeden Fall da vorbeizukommen, um sich die Plätze wiederzuholen, die er in der Box jetzt verloren hat. Ja, und für Bottas auf jeden Fall auch bitter, dass er da so viel Zeit in der Box verloren hat. Denn so konnte Hamilton, sein Kollege, an ihm vorbeiziehen. Und die beiden fighten ja immer noch um den WM-Titel. Verstappen im Moment auf 1 und versucht sich da natürlich ranzudrücken. Und Albon ist zu weit weg von Vettel, um da eine Attacke zu starten. Und Leclerc scheint jetzt auch seinen Abstand so weit ausbauen zu können, dass Petersen keine Chance mehr hat, da mitzuhalten. Also, wie gesagt, vom Tempo ist heute nicht viel drin bei ihm. Da sehen wir es auch schon. Leclerc ordentlich die Nase vorne. Ja, dann sehen wir Petersen, Vettel, Albon, der es immer noch nicht geschafft hat, vorbeizuziehen. Und dahinter dann Sainz und Norris. Und jetzt die Attacke von Vettel. Hat es ja schon mal probiert. Und jetzt wird er wohl vorbei sein. Sieht gut aus, aber Petersen wieder mit dem Gegenangriff. Vettel, ja, mit dem Verbremser kann man schon fast sagen. Und er schafft es wieder nicht. Also, er hat eigentlich das schnellere Tempo. Und jetzt kriegt er noch die Attacke von Albon. Der versucht es wieder über die Außenbahn. Gegen Petersen ist es ihm nicht gelungen. Und auch hier hat er Schwierigkeiten. Wenn er jetzt mithält, hat er gleich den Vorteil in der Innenbahn. Schafft es aber nicht. Also Vettel kann sich nochmal verteidigen.
Pedersen muss zusehen, dass er seinen Platz hält, weil nach vorne geht gar nichts mehr. Leclerc ist zu weit weg und auch davor die Mercedes und Verstappen sind zu souverän, als dass sie da mit den Fehlern mithalten können. Wieder kommt Pedersen hier raus, schafft es nicht, da mitzukommen und jetzt versucht Vettel an einer Stelle, wo es nicht gut war. Und da verliert er viel Zeit und die beiden McLaren riechen da ihre Chance. Genauso wie Albon, der jetzt reinzieht und jetzt vielleicht an dem Ferrari vorbeikommen könnte, der es lange versucht hat, aber nicht mitkam. Und jetzt ist Albon vorbei, kann jetzt die Innenbahn nehmen und wird jetzt wahrscheinlich selber Jagd auf Pedersen machen, der dadurch ein bisschen Zeit gewinnen konnte und damit jetzt vielleicht auch noch durchkommt, wenn er sich da nicht mehr zu viele Fehler erlaubt. Vettel kann da nicht mehr hinterherkommen und er muss jetzt zusehen, dass er vielleicht im späteren Zeitpunkt in diesem Rennen da noch an Albon reinkommt und sich gegen die McLaren verteidigen kann. Verstappen sehen wir hier im Duell gegen Hamilton, der sich jetzt rangedrückt hat und sich ja nach der Pole und dem schlechten Start wieder rankämpfen konnte und jetzt vielleicht noch die Punkte mitnehmen kann, denn für ihn geht es hier um den Weltmeistertitel, für Verstappen auch, der hat aber deutlich schlechtere Aussichten. Und deswegen braucht er den Sieg natürlich mehr als Hamilton so gesehen, aber Hamilton hat realistische Chancen, es noch zu schaffen. Und dementsprechend wird er versuchen, hier noch vorbeizukommen. Aber Verstappen macht das sehr souverän, hat noch einen gesunden Abstand, scheint nicht so unterwegs zu sein, als würde er hier noch entscheidende Zeit verlieren. Und damit sage ich schon mal Glückwunsch an Max Verstappen. Verdienter Sieg, Hamilton nach dem schlechten Start. Sage ich auch nochmal Glückwunsch, dass er es noch geschafft hat, sich auf Platz 2 zu kämpfen. Für Bottas, ja, war es ein gemischtes Rennen, hat entscheidende Zeit verloren in der Box, leider für ihn. Aber ansonsten eigentlich ein gelungenes Rennen, hat ja eine gute Position, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, von daher alles gut. Und Albon schafft es nicht mehr, an Pedersen vorbeizukommen, auch Glückwunsch an die beiden Kandidaten. Ja, und Vettel, bisschen betröppelt, aber auch eigentlich ein gelungenes Rennen. Ja, und ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Rennen. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin. Red Bull hat heute alle Register gezogen. Ein großartiger Sieg. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich so ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Schauen wir uns nun an, wie sich die Fahrerwertung verändert. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist das heute Peters. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei.